Willkommen zu Dark Souls 1 Warmasters Edition auf der PS4. Wir stehen hier vor dem Eingang zum nächsten Boss. Dem vierten. Ich denke, es wird eine Riesenspinne. Juhu! Schauen wir uns den Gegner doch mal an. Du ehrst mich also mit deiner Gegenwart, Reiter! Es gibt so viele Geschichten über dich. Du hast drei der Auserwählten getötet, ihre Herzen genommen, beunruhigend. Bist du deshalb gekommen, um die letzte Turmwächterin zu erschlagen, um mein Herz zu holen? Hat Samael dir erzählt, warum wir sein schmutziges Blut in uns haben? Warum diese verfluchte Macht in unseren Herzen schlägt? Es ist nicht der Turm, den die Auserwählten beschützen, Reiter. Unsere Aufgabe ist es, Samaels Rückkehr um jeden Preis zu verhindern. Du kannst mich töten und mit meinem Herzen zu Samael zurückkehren. Aber er ist eine viel größere Bedrohung als alle Auserwählten zusammen. Ich bin nicht gekommen, um deinen Rat zu hören, Spinne. Oder deine Geschichten. Meine Kinder werden zur Musik deiner Schreie tanzen. Yeah, lecker. Unsere Oman. Entkommen. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Du bist ein Narr, dass du Samael vertraust. Auf. Wehre dich nicht. Es wird bald zu Ende sein. Du musst einen Weg finden, dich hier zu nähern. Okay.
Samael wartet schon auf das letzte Herz? Glaubst du, er lässt dich lange genug leben, um etwas davon zu haben? Wenn sie sammelt, liebt das Herz. Mach ich. Herz des Auserwählten. Sammelt benötigt diesen Gegenstand vollmächtiger magischer Energie, um Zugang zum schwarzen Thron zu haben. Der nächste Lebensstand. Sehr cool. Ich muss sagen, der Kampf hat mir echt gut gefallen. Oh, der hat da was. Komm wieder her. Muss ich schnell wechseln. Perfekt. Achso. Das ist nur eingeschalten, nur aktiviert. Gut. Verstanden. Es war zum Glück doch ein kurzes Gebiet. Kürzer als ich gedacht habe. Ja, warum wird mir der Stern noch mehr angezeigt, als ich da her muss? Ist doch nicht so. Wenigstens haben wir das jetzt. Ja. Eine Wolkenposition wäre halt nicht schlecht. Wenn ich das Schlamm noch nutzen kann. Anscheinend gibt es das hier nicht. Ich möchte da irgendwie schnell rüber. Ja, und dann muss ich leider wieder an den Weg hinten. Ja. Vielleicht nicht nur fallen lassen, sondern springen. Aber egal. Er hat mich da wieder rausgelassen. Nein. Passt ja euch. Nein, das ist nicht gedacht, dass ich drauf bin. Ich hätte doch nie gern Schlangen.
jetzt bin ich nämlich wieder da. Ich muss doch da hier gleich. Lass mich hin. So. Warum soll ich darauf achten? War das denn richtig? Eigentlich muss ich da her, oder? So, wo bin ich hier? Ich stehe gerade etwas auf der Leiter, muss ich zugeben. Okay, wir holen uns für alle erstmal die Treppis. Ah, okay. Ich wurde ja daher teleportiert, quasi. Von Spinnen. Und wurde hier aufgehängt. Das heißt, ich muss jetzt irgendwie den Weg, einen Weg zurückfinden. Und jetzt, wie sieht es da noch mal aus? Da waren wir ganz am Anfang. Ach, auf. Ich gehe wieder zu der Bossposition. Was mir auch hier angezeigt wird. Jetzt haben wir etwas mehr vom Spinnenlevel. Ist doch schön. Ein schönes Gebiet. Da muss ich her. Okay.
Das habe ich gesehen. Oft zu wohl können. Hi. Dann kriegen wir zuerst die Zeit, wenn nur das Wohlkönnen hier ist. War ja noch ein Kopfentrieb. Bist du den weiten Weg gekommen, um meine Zeit zu vergeuden? Ja. Auf zu Samael. Er wird mich jetzt sicher freundlich empfangen und mir dann noch freundlicher weiterhelfen. Ganz bestimmt. Das hast du schon gesagt. Ja, ja. Hallo, ich weiß. Ich weiß. Du bist auch hier. Lang nicht mehr gesehen. Wer kommt? Ja, wer kommt? Und rennt dann auch einfach vorbei. Hallo. Hat er die Flügel falsch herum? Das sieht so aus für mich. Ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass du nicht überlebst, um deinen Teil des Geschäfts zu erfüllen. Gib es mir. Du hast mich über die Auserwählten belogen. Sie haben niemals den Turm bewacht. Wen kümmert das? Unser Abkommen drehte sich nicht um historische Geschichte. Ich habe dir den Turm versprochen.
und du wirst ihn bekommen. Hat es dir Vergnügen bereitet, mir zu verweigern, was mir rechtmäßig gehört? Da meine Kräfte nun wiederhergestellt sind, bin ich fast wie ein Gott. Ich könnte das Mark aus deinen Knochen saugen, ehe du es merkst. Ich könnte. Aber auch ich habe einen Kodex, an den ich mich halte. Abgesehen davon kannst du über das Gleichgewicht und ein lächerliches Gesetz sagen, was du willst. Ich erkenne einen Rachefeldzug, wenn ich ihn sehe. Und Rache kann ich respektieren. Und was die Details meines Rückzuges betrifft, mir gefällt die Gesellschaft nicht, mit der sich mein Herr abgibt. Warum hast du den Zerstörer herausgefordert, Samael? Bring deine Reise zu Ende, Reiter. Dann wirst du verstehen, schon bald. Du vertraust ihm? Wer weiß, wohin uns dieses Portal bringen wird? Uns wiedersehen. Er war weitaus freundlicher, als ich gedacht habe. Nett, zuvorkommend, mit sanfter Stimme. Bereit für dich uns helfen. Ist das jetzt zwei Wege? Nein. Der schwarze Thron. Ja, wie es im schwarzen Thron weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, viel Spaß!